Also, herzlich willkommen zum letzten Vortrag von der COSIN. Zweitletzter Vortrag. Ja, Fred Pools und Iteratoren. Kurze Frage, wer hat Rust schon mal gebraucht? Cool. Das ist ein Drittel. Ja, mein Name ist Stefan, ich habe auch noch so einen Twitter-Account, wo ich ab und zu Sachen rauslade. Meistens geht es um Rust-Meetups oder Sachen mit Rust zu tun. Zürichdeutsch ist okay, oder sagen wir, okay, die Slides sind halt in Englisch oder in Deutsch. Ah, Moment, das sind die Deutschen. So, kurz Inhalt. Das Übliche eigentlich. Baut sich ein bisschen auf, was wir von Schleifen kennen, was vor allem für Leute, die von C kommen, interessant ist. Und dann schauen wir, wie wir immer mehr Richtung Multiprocessing kommen. Okay, so. Also ich arbeite meinen Computer, bin da stehen. Ich mache Meetups. Rustfest Paris ist gerade durch. Das nächste wird in Rom sein, das ist noch ganz klar wann. Wahrscheinlich im November. Also wenn wir eine grosse Rust-Konferenz haben, dann können wir im November das organisieren, wir dann in Rom. Und falls ihr Lust habt, kommt ans Illuminox. Das ist eine Art Burning Man in der Schweiz. Ja, ich bin Open Source Maintainer vom Fredpool Crate, vom klassischen. Der wird wahrscheinlich immer weniger verwendet werden. Und hat wie immer den Aufruf, lernt ein bisschen eure eigene Infrastruktur laufen, einfach zu lernen. Gut, das werden wir heute anschauen. Schleifen, Iteratoren, Ausführungsmodi, Single-Thread, Multi-Thread, Pools und wie man linearen Code überführt. Und dort sehen wir dann auch, warum das der klassische Thread-Pool vermutlich an Bedeutung verlieren wird. Gut, also Schleifen. Das ist so die älteste Schleife, die ich gefunden habe in einer Hochsprache. Ratet mal, welche Hochsprache das ist. Keine Ahnung. Das ist kein C. Es ist C. Es ist C. Es hat Go-To, es hat Sprungmarkierungen, es hat da so komische Fast-Void-Pointer. Die Längeberechnung muss zur Compile-Zeit erfolgen. Und ja, das funktioniert nicht überall, so wie ich das im Internet gelesen habe. Also es funktioniert auf 64-Bit. Meistens. Ja, Compile. Ja. Das funktioniert selber. Tja, schöne Varianten ist der da. Hat aber immer noch die magische Längerberechnung drin. Ja, das gibt es auch Makros. Ja, macht es nicht besser irgendwie. Plus, wir haben da immer noch direkten Zugriff. Also wir haben immer noch einen direkten Sprung drin mit einem Offset, wo irgendetwas kann schief gehen. Übrigens, die Beispiele da oben, das sind Figuren aus dem Quality-Land. Ja, aus Quality-Land. Wir haben das auch in Rust machen. In Rust haben wir im Typ drin schon die Länge. Es gibt auch andere Sprachen, die das können, zum Beispiel C++. Und was jetzt da noch neu dazugekommen ist, Non-Uppercase Globals, das ist das Flag, weil in Rust sagt der Compiler, hey, programmieren, du hast da etwas global verwendet und man hat sich mal darauf geeinigt, dass man die Sachen halt gross schreibt, all caps, oder? Nur rein. Ganz kurz. Letzte Stunde geworden. Tja, das war's. Danke. Gut, und wenn wir jetzt durch das durchgehen, dann haben wir da jetzt erstmal das Längefeld, das immer funktioniert. Das Funktion ist vom Typ, wo er generisch ist, wo der Compiler dann jeweils den richtigen Code ausführt. Wir wollen keine Makros haben, wir wollen nicht mehr betteln, dass es auf jeder Art nicht durchstimmt. Und wenn wir da einen Zugriff machen, auf den Index, dann haben wir dort einen Check dahinter, wo schaut, ob wir out of bounds sind oder nicht. Und wenn wir out of bounds sind, dann gibt das ein Panic. Und ein Panic ist in Rust ein kontrollierter Shutdown vom aktuellen Thread.
Das heißt, wenn es den Main Thread nimmt, dann ist die ganze Applikation weg, sonst ist es einfach einer von den Subthreads, die es dann nimmt. Braucht es etwas Semikolon? Wo? Index braucht man gleich. Da? Nein, aber es wäre schöner. Was das heisst, ist, dass der Rückgabewert von dem Ausdruck der ganze Block wird und der Rückgabewert von dem ist entweder Zahl oder nichts. Ich bin es gerade nicht sicher. Jedenfalls wird er nachher der While da den Rückgabewert von dem haben und der landet dann auch nichts. Ja, wir können das schöner machen. Vielleicht haben wir uns irgendwo verrechnet, vielleicht wissen wir nicht so genau, wie lang das unsere Daten sind. Und dann können wir das auch so machen. Dann sagen wir einfach for name in, und das ist eine Referenz, also ein borrow auf data, und dann gehen wir durch, müssen es da. Wir müssen nicht mehr um den Index kümmern, können dann nicht mehr daneben klicken. Wir können auch mehrere Iteratoren zusammennehmen und alles komplizierter machen, wo man sonst mega viel muss aufpassen, dass man nicht irgendwelche Indizes verwischt. Können wir alles in Iteratoren abbilden. Und das ist meiner Meinung nach das, was Iteratoren so extrem angenehm macht. Zu programmieren. Es gibt ihm, ja? Das ist eine Frage, muss man da jetzt zur Compile-Zeit wissen, wie gross Data ist, oder? Nein. Also du musst wissen, wie gross das Objekt ist, das du drüber iterierst. Mhm. Aber du musst nicht wissen, wie lang deine Datenstruktur ist. Ja. Und du kannst den Code stehlen und einen anderen Container verwenden. Also du kannst aus also einem Array einen Vektor machen oder eine Hashmap oder was auch immer. Das landet dann immer noch da. Was der Compiler dann macht, ist, er sagt, okay, das Name muss irgendwie können in einen String überführt werden. Und das muss dein Typ einfach immer erfüllen. Und solange er das macht, kannst du den Code stehlen und den Container wechseln. Oder den Inhalt im Container. An dieser Stelle möchte ich vielleicht auch noch sagen, in Rust gibt es auch Makros. Und das erkennt man den Ausrufezeichen. Und Makros sind eigentlich vor allem da, weil es keine variadischen Funktionen gibt oder variadische Templates. Es sind Templates mit verschiedenen vielen Argumenten. Und ein Kollege von mir hat mal probiert, in C++ mit einer variadischen Funktion ein sicheres Printline zu bauen. Und es geht, aber es tritt eine Compile-Zeit enorm in die Höhe. Aber es ist theoretisch machbar. Das heißt, in Zukunft, wenn man den Compiler ein bisschen mehr auf das optimiert und wenn dann in Rust auch variadische Funktionen eingeführt werden, dann wird man das können lösen, ohne dass man wieder so eine riesige Compile-Zeit kriegt. Gut. Was auch noch wichtig ist, wenn man den Borrow da weglässt, dann verbraucht die Schleife den Inhalt vom Container. Das ist etwas, was in anderen Sprachen nicht so ist. In anderen Sprachen wird nicht einfach Zeug gebraucht, wenn man nicht explizit löschen drückt. Ja. Also wenn ich Delete brauche in C++, dann ist es dann schon weg. Aber wenn ich im Rust das nicht ausnehme, sprich nach dem Schleifchen da nicht wieder die Daten haben will, dann zeigt der Compiler, okay, die Daten willst du da drin verbrauchen. Und dann tut es vorzu abruhen. Und am Schluss von dieser Schleife ist der Container leer. Gut. Gehen wir weiter. Iteratoren. Ich habe vorher ein Beispiel gesehen von einem Iterator. Und wenn das hinten funktioniert, ist es so, man hat einen Trade. Und ein Trade ist für die, die von oben kommen, so etwas ähnliches wie ein Interface. Es ist bewusst ähnlich, weil ein Trade ist keine Daten. In Interfaces kann man Static Data drin haben, zumindest in Java. Und in einem Trade kann man das nicht. In einem Trade hat man nur Funktionsdeklarationen und Default-Implementationen. Das heißt, ich kann sagen, der Iterator Trade, der ist riesig. Also wenn man das Handbuch aufmacht, dann ist einfach so hunderte von Funktionen. Und die einzige, die man muss implementieren, ist Next. Und für die hat es keine Implementation. Oder? Der hat da hinten ein Semikolon und fertig. Bei den anderen hat es da hinten eine geschweifte Klammer und einen Funktionsblock. Das heißt, wenn ich die Funktionen überschreibe beim Implementieren, wird die Standardfunktion genommen. Und das ist mega praktisch. Da gibt es noch etwas Zweites da hinten. Also das ist übrigens Syntax. Fn statt für Funktion, dann der Name, Argumentliste. Und wenn sie mit kaufmännisch und mut und self anfängt, dann heisst das, das darfst du nur ausführen, wenn du der Besitzer bist von dem Iterator und der schreibbar ist.
Man kann auch Read-Only Besitzer sein vom System. Vielleicht sollte man das noch erklären. Ist das Borrow-System, für die, die noch nie Rust gemacht haben, die kennen das natürlich nicht. Also das Borrow-System ist, oder das Besitzrecht am Objekt, funktioniert so, dass man, wenn ich in einer Funktion einen Scope aufmache und dann ein Symbol mache, zum Beispiel A, und dann sage ich gleich irgendwas, egal was das ist, dann gehört das Symbol in den Scope. Und wenn der Scope endet, dann wird das abgerundet. Und jetzt kann ich das Symbol auslehnen. Das kann eine Zahl sein, das kann ein Riesenobjekt sein. Und mit dem Auslehnen habe ich die Geschwindigkeit von der Pointer. Aber die Sicherheit von einer Hochsprache, dass ich weiss, ich lehne es nur aus, sprich meine Funktion rundet es dann ab. Also ich sehe am Code an, wo das abgerundet wird. Und entweder wird etwas abgerundet, wenn es zum Scope ausfliegt, oder es wird abgerundet, wenn ich es wegmove. Und das kann entweder sein, eine Closure oder ein Lambda. Dann landet es vielleicht in einer anderen Thread, vielleicht nicht. Dann ist das nachher verantwortlich zum Abrufen, oder ich gebe es weg in eine andere Funktion, wenn ich es in eine Funktion hineinmove. Alles klar? So ungefähr? Nicken und apathisches. Das andere coole ist, okay, da haben wir viele, viele Rückgabewert von dem Next, und das ist ein Option. Und Self-Item ist einfach eine Referenz auf den Typ. Also Iterator ist generisch, weil lohnt sich sonst nicht. Und jetzt können wir da bei Option zeigen, Option, da habe ich eine Deklaration drunter. Der Option ist ein Maybe, falls ihr Haskell kennt. Ja. Non symbolisiert nach Null-Pointer. Und SumT sagt, da hat es einen Wert und der ist von dem Typ. Also ist ein typsicherer Null-Pointer. Darum braucht man keinen Null-Pointer in Rust, weil wir haben Option. Wir haben auch keine Exceptions in Rust, wir haben dafür Result. Result heisst einfach entweder, es ist okay oder es ist ein Error. Und mit diesen zwei ersparen wir uns extrem viel Aufwand. Oder? Also, wenn ich eine Exception-Infrastruktur mitschleppen muss, bei meiner Funktion zu früh, dann muss ich einen zweiten Stack mitschleppen. Und wenn ich dann noch so krass bin wie in C++ und sage, ja, ich tue nicht in der Exception-Infrastruktur auch noch eine Jump-Infrastruktur, sprich Dota und Label haben, dann endet es dann so an dem Punkt, wo der Compiler muss wissen, wenn ich da GoTo dort aufmache, dann muss er irgendeinen Pfad finden, um das GoTo umübersetzen in Scopes und dann kann er wieder daraus rauskommen. Sprich, Exceptions können extrem schnell teuer werden und es kommt sehr darauf an, wie man es braucht. Und in Rust haben wir sich auch gesagt, okay, wir machen den Compiler einfacher, machen die Sprache einfacher, es gibt aber keine Exceptions. Fertig. Es gibt nur einen ordentlichen Return-Pfad. Wenn ich eine Exception geben will, dann mache ich den Return Type Result und mache einfach einen Early Return mit Error. Und so ist am Schluss von der Funktion sage ich OK und der Wert, der dort hineinkommt. Okay, ein bisschen abgeschweift. Okay. Traits kann ich implementieren für beliebige Datenstrukturen. Und in der Standard Library ist das halt einfach gemacht für Vektoren und Arrays und Slices und Hashmaps. Praktisch jeder Container kann man in einen Iterator übernehmen und dann dort buchen. So sieht das denn aus. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben unsere Daten, es ist, in dem Fall ist es jetzt egal, ob das ein statisches Array ist oder ein Slice. Ein Slice ist eine Ansicht auf das Array oder auf einen Vektor oder eben einen Vektor oder eine Liste. Ich darf sagen, data.iter, dann kriege ich einen Iterator. Und dann kann ich sagen, iterator.forEach. Und forEach ist eben so eine von den Standardfunktionen, wo einfach iteriert und dann da meine Closure aufruft. Und dann habe ich auch keinen Index mit. Vorteil habe ich jetzt, ich vorher schon mal angedeutet. Ah ja, einen haben wir vergessen, es gibt noch einen anderen Vorteil, nicht nur für den Programmierer. Der Compiler kann da auch optimieren. Und das klassischste Beispiel, das ich dort jemals gesehen habe, ist in forEach von Standard Algorithms von C++. Dort ist nämlich, wenn der Compiler merkt, okay, wir haben jetzt da forEach und nicht irgendeinen anderen Vorloop. Dann macht er innen durch ein Vierergrüppli. Also er macht eine zusätzliche innere Schleife beim Code generieren. Das tut jetzt so vielleicht extrem sinnlos. Aber was er dann macht, in einem Optimierungsschritt nachher, sagt, ah, da habe ich einen Vorloop im Inneren, der immer auf 4 zählt. Dann kann man optimieren auf
für SIM die Instruktion, die dann alle vier Werte aufs Mal verarbeitet. Also man kann die Infrastruktur vorbereiten, das ist in Rust noch nicht gemacht, das kommt vielleicht Ende Jahr, vielleicht nächsten Frühling. Aber wenn der Code jetzt schon so geschrieben ist, kann das dann heißen, dass wenn man den Compiler updatet im nächsten Jahr, dass der dann plötzlich findet, ha, da machen wir jetzt SIMD, also Hardware parallelisiert und auch der Speedup Faktor 4, also gratis. Ja, der Grund, warum der Compiler das kann, ist, solange er in der Closure drin ist, also nur von da bis da, muss man verhalten, weiss er, dass die Funktion nur von da bis da Zugriff hat. Sprich, kein Nebeneffekt auf Nachbarelemente. Ja. Und das erlaubt eben die Hardware-Parallelisierung. Gut. Machen wir mal etwas komplexer. Es kommt da gerade viel Syntax, aber das schaffen wir. Wir haben jetzt hier eine Struktur, die Person heisst. Oder Person. Wir haben Vornamen und Nachnamen, zweimal ein String. Okay, jetzt haben wir ja unsere Datenstruktur von früher, oder? Die statische Liste. Jetzt sagen wir, okay, wir machen einen Iterator drüber und das mappen. Und die Map-Funktion, das ist ein bisschen hässlich eingebracht, aber sonst passt es nicht auf die Folie, sagt, okay, mit dem Namen splitten. Split ist auch ein Iterator. Ja, weil Split weiss zuerst zur Laufzeit, wie viele Elemente es das gibt. Und vielleicht brauchen wir auch nicht alle, vielleicht wollen wir einfach mal das erste haben oder so, wenn es trotzdem mit Split machen. Dann splitten wir das da mit dem statischen String mit dem Leerzeichen weg. Und dann machen wir da ein Tupel. Das ist ein dekonstruiertes Tupel. Das okay, oder sind alle so, nein. Okay. Dann rufen wir da auf Split Next Next. Sagen wir, okay, ich tue es ins Linke und ins Rechte und ins Split. Einfach mal schauen. Und ich weiss, dass ich nicht aus meinem Iterator rauslaufe. Auch wenn ich einen Leerstring habe da oben und das zweimal Namen so gibt, dann weiss ich das und ist okay. Und dann mache ich da noch einen Check und dann tue ich es da unwrappen. Unwrap heisst rausholen. Das ist so der Code, wo man schreibt, wenn man neu ist bei Rust. Und jetzt sehen wir ihn gerade mit dem schönen Code. Okay, es gibt eine schönere Variante von dem. Müsste ich eigentlich nachher noch schnell reinflicken. Man kann eine Frage zu den Unwrap, falls es jetzt der doch leer ist. Falls ich da oben etwas anderes gecheckt habe als da unten. Also was du Check nicht gemacht hast, was passiert denn beim Unwrap? Wenn es nichts drin hat, gibt es einen Panic. Ja. Also der Thread schaltet super ab. Tut auch alle Ressourcen freigeben. Und jetzt um das umgehen, können wir auch matchen. Jetzt könnte ich schnell den Code reinfrimmeln, aber dann also auf schnell eine Minute. Dann könnte ich euch mal ein Match zeigen. Ich zeige euch nachher den schönen Code von dem. Also man kann auch einfach matchen, anstatt checken, iterativ. Gut, dann zum Schluss kommt noch Collect. Und Collect ist ungefähr das mächtigste Teil von der ganzen Iteratoren-Geschichte. Der Iterator da oben, den ich aufbaue mit Map und allem, bis da an, läuft er nicht ab. Weil er wird nicht konsumiert. Der Iterator ist lazy. Und mit Collect mache ich dann eine Eiger-Evaluation daraus. Ich sage, okay, jetzt gehen wir durch alle Iteratoren, die ich vorher gestapelt habe, das können viele sein, also ich hunderte, wenn es sein wird. Und ich lade das nachher rein, in eine Datenstruktur, zum Beispiel da in einen Vektor. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick, wo ganz viel Template-Magie das erlaubt, dass ich da rein sage ich okay oder error, oder? Das ist das Result. Ich tue das Result, eigentlich gebe ich das ja einen Vektor von Result, von String oder Error-Meldung. Und ich kann das umkehren. Ich kann das Result rausnehmen. Und Collect ist schlau genug, um zu sagen, okay, wenn ich das sammle, ich mache das so lange, bis es irgendwann einen Fehler gibt. Und dann hört es auf. Und dann kriege ich am Schluss nur noch entweder den ganzen Vektor zurück mit all den Werten oder einen Fehler, halt den ersten. Und das spart mir nachher recht viel umkonvertieren. Weil das kann es beim Sammeln schon erledigen und das Typsystem kann das regeln für sich. Aber das ist Collect, das ist speziell implementiert? Das ist einfach, weil Collect einen Pattern Matcher drin hat, der auf das Muster geht. Ja. Wo du etwas rausziehst. Also könntest du etwas anderes als Result? Wenn du jetzt auch du könntest Option nehmen. Mit anderen weiß ich nicht, ob es geht, aber mit denen zwei habe ich versucht. Also für die zwei geht es sicher,
Es ist relativ generisch, aber ich weiß nicht, ob es mit allen geht. Es geht vielleicht noch mit Eider, wo du einfach A und B drin hast. Aber ein eigener Typ würde nicht. Eider ist ein eigener Typ. Den sollte es gehen. Aber ich kann es nicht ausprobieren. Und dann einen Vektor mit den Strukturen drin. Und das ist die Pretty Print Funktion von Rust. Und dann kommt der nächste Iterator ins Spiel, wenn ich eine Datenstruktur habe und sage, okay, ich möchte Debug printen, dann kriege ich einen Iterator als Struktur, wo ich dann kann sagen, ja, das ist mein Strukturname. Jetzt kommt ein Block, jetzt kommt ein Feldname, jetzt kommt etwas, was stringartig ist, oder eine Unterstruktur, oder eine Zahl, oder was auch immer. Und durch das kann nachher beim Aufrufen dann der String mit dem Iterator zusammenbauen. Das heisst, ich kann entweder vom Bach zusammenbauen, sprich alles auf eine Zeile. Oder ich kann dann eben schön aufbauen und dann merkt sich der IWAP-Print automatisch, okay, da haben wir ein bisschen eingerückt, da haben wir ein bisschen mehr eingerückt, da haben wir weniger eingerückt, Komma, mehr, weniger, kein Komma, weil Ende von einer Liste, oder? Also Iteratoren sind überall. Kommen wir zu Ausführungsmodi, was ihr gerade noch fragt. Gut, verschiedene Ausführungsmodi. Ja, also wir müssen ja meistens zuerst mal das Problem verstehen, bevor wir es lösen können. Und mit Verstehen meine ich nicht, aha, ich als Mensch schaue einfach, ob es dort rot glüht und dann mache ich das, sondern ich muss das auf eine Art verstehen, dass der Computer das auch kann verstehen. Also gerade irgendwie Blinken erkennen ist extrem mühsam mit einem Computer. Zählen, warten, ist es wirklich nicht so ein Blinken oder es Fehler geben und. Mühsame Geschichte. Und am Schluss des Tages hat eigentlich viel mit Daten kopieren zu tun oder mit transformieren. Das ist eigentlich das, was die meisten Programme machen. Und je nachdem, was für ein Problem das wir haben, können wir dann sagen, okay, wir wollen, dass der Computer mehrere Probleme zumal löst. Und wenn die Aufgaben kurz genug sind, wie zum Beispiel eine Liftsteuerung für das ganze Haus, dann kann das ein Chip für das ganze Haus machen, der relativ gemütlich unterwegs ist, weil seine Aufgaben sind sehr kurz. Oder? Er muss einfach bei jedem Knopf lesen, ist der Druck, ist er nicht Druck. Und dann, wenn er bei all seinen gar nicht 20-30 Knöpfen vorbei ist, dann muss er noch beim Lift vorbeigehen und sagen, hey Lift, bist du am Fahren? Und Motor, wie geht's dir? Und so. Das heisst, er kann mehrere Aufgaben erledigen. Solange er sein Zeitbudget nicht überschreitet und der Benutzer nicht merkt, dass er es eigentlich einfach eins nach dem anderen macht, ist linear gut genug. In dem Sinne können wir auch polen, indem wir einfach sagen, okay, ich habe zum Beispiel Netzwerkverkehr, ich habe E-Bulk-Transfers, also nur Bulk-Transfer. Dann kann man auch sagen, okay, ich tue einfach mal durch all meine offenen Sockets durchpolen, nimm den ersten, der Daten ready hat und ich ziehe die, bis es exhausted ist und dann gehe ich zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass immer Daten rumliegen und ich kann verarbeiten, dann kann ich das sehr gut polen. Oder wenn ich im Embedded-Bereich bin, ich glaube, das ist die einzige Lösung im Embedded-Bereich, also ohne Interrupt. Wenn wir stärkere Hardware haben, können wir dann Events haben. Eben mit Select und E-Poll, wenn wir im OS-Bereich sind und ohne Betriebssystem können wir mit Interrupt arbeiten. Dort braucht man dann aber schon Hardware-Unterstützung. Und wenn wir Hardware-Sinti haben, es gibt mehrere Hardware. Draussen haben ganz krasse Sinti-Hardware, wo man wirklich was sagen, okay, das war mal ein ARM-Chip, aber jetzt nicht mehr. Weil jetzt verarbeitet es irgendwie 50 oder 100 Wert auf ein ist, irgendwie mit einem Zyklus und das ist dann einfach so, okay. Das ist ein bisschen spezialisierte Hardware, die brauchen es für ihre Atomkraftwerke, aber warum nicht, oder? Ich meine, so ein Chip-Designer kostet Geld, aber das AKW auf die Luft bleibt, kostet mehr. Und ja, spezialisierte Hardware ist cool. Dann gehen wir zum SMP. Das ist Simultaneous Multiprocessing, oder echte Nebenläufigkeit. Vom Betriebssystem her gesehen heisst das, wir müssen Threads verwalten.
wenn wir ein Kreisbetriebssystem haben, dann ist es sehr spezifisch, wie das man das macht. Also selber wenn wir Mikroprozessoren geschafft haben, und das nur eine Stufe. Aber es ist so ein richtig gegangen, man hat dann den Co-Prozessor müssen irgendwie dazu bringen, dass er vom gemeinsamen RAM anfängt auszuführen. Mega cool, aber ja, ich kann es nie richtig machen. Bei Operating Systems ist es sehr schön, man kann sagen Spawn und Join, kann Threads starten und man kriegt dann einen Handle zurückgelassen. Man muss die dann halt aufpassen, dass die nicht davor laufen. Weil wenn der Hauptthread rausgeht, dann werden alle Subthreads gekillt. Also wenn ich meine ganze Geschichte starte und dann den Hauptthread beende, weil der nichts mehr zu tun hat, dann ist mein Programm tot. Und weil das immer das gleiche Schema ist, haben wir Job Queues, wo ich dann nachher noch mehr erzähle. Das ist einfach cool. Und Work Stealing und Futures wird das incubate. Und jetzt haben wir eigentlich die Hardware, die wir nutzen können, wenn das neue Problem passiert, über Synchronisation und Kommunikation. Und da ist dann das mit dem Stream Processing, kommt jetzt dort rein. Wie kommen wir dazu, dass die Daten zwischen den Threads hin und her gehen? Gut. Ich hoffe, das ist nicht allzu lang, wie ich. Nur noch eine Theorie. Wir haben Send und Sync in Rust. Das ist auf allen Datenstrukturen drauf oder nicht? Und das sind Marker Trades, die eben sagen, ob ich eine Datenstruktur kann zwischen Threads hin und her schieben oder nicht. Es gibt Datenstrukturen, wo man das nicht kann und nicht soll. Weil sie zum Beispiel sich darauf verlassen, dass sie gewisse Cache-Lines können brauchen oder nicht. Also hardware-spezifische Geschichten, die halt nicht funktionieren, wenn ich die Datenstruktur einfach auf einen anderen Core überschiebe. Beziehungsweise wenn man das macht, braucht es einfach so viel Zeit, dass das nur das Betriebssystem machen darf. Das Betriebssystem kann euren Prozess, unsere konfigurieren es anders, jederzeit anhalten und auf einen anderen physischen Core verschieben. Aber wenn das Betriebssystem das macht, hat es auch alle Checks drin, die dann sicherstellen, dass wenn es das geschoben hat, dass das wieder funktioniert auf dem neuen Core. Dass das Programm nichts davon mehr abfällt. Sync heisst auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo eine Datenstruktur habe, die irgendwo im RAM rumliegt und ich die von mehreren Threads zugreife, dann muss das verheben. Das darf keine Daten verlöscht werden, keine Data Races, nichts. Grundsätzlich probiert der Compiler die Traces automatisch zu vergeben, wenn er kann beweisen kann, dass es funktioniert. Aber wenn man halt dann irgendwie einen Vektor drin hat oder so, dann fliegt man ziemlich schnell mal Sync. Weil ein Vektor ist eine Datenstruktur, die sich dynamisch alloziert, alloziert. Und alles, was dynamisch ist, muss man halt synchronisieren und mit Mutex schützen oder mit Atomics schützen. Okay. Packen wir das wieder ein, weil wir sind nicht die Ersten mit dem Problem. Haben wir dann nochmal kurz Pools definiert. Jetzt haben wir aber das Problem mit dem Besitzrecht, oder? Jetzt haben wir zwar vielleicht eine Datenstruktur, wo wir über die Threadgrenze hin und her schieben können, und wir können sie sogar von mehreren Threads zugreifen, aber jetzt kommt das Problem, wer ruht das Teil nachher am Schluss an? Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, wem das gehört. Und es gibt jetzt da mehrere Lösungen dazu. Es gibt zum Beispiel beim Threadpool, heisst es ganz klar, mach Reference Counting. Das ist die vernünftigste Lösung, mit dem Threadpool zu sagen, okay, entweder machst du Fire and Forget Jobs oder du hast Reference Counting, wo du dann halt weißt, also atomares Reference Counting, das nennt sich dann als Arc, wie viele Instanzen das Zugriff haben auf die Datenstruktur und die letzte Runde dann ab. Das gibt es auch mit Futures und mit Async Await. Async Await ist eine neue Syntax, die in Rust zur Code herrscht. Und erlaubt dann asynchrone Programmierung. Und der Futures Thread Pool hat den Workstealing dahinter. Und der sollte das dann sehr angenehm machen, dass man selbstständig parallelisierende Programme schreibt und einfach sagt, da hast du eine Maschine, viel Spaß. Und dann nutzt sie möglichst alle Ressourcen möglichst selbstständig. Rayon basiert auf dem gleichen. Rayon geht mit zwei Ansätzen an. Das erste ist Divide and Conquer, sprich wenn man Rekursion hat. Jedes Mal, wenn ich zwei Teile habe, also so ein Sortierer-Algorithmus im Klassischen, soll ich teile meine Daten auf zwei auf und das wieder
separat dir lag. Jedes Mal, wenn das passiert, kann ein zweiter Thread die rechte Hälfte werden und die linke bleibt im Alter. Oder wenn es 3-4 hat, dann wird es halt mehr. Wenn es sich mit Rekursion aufbaut, dann gibt das sehr schnell so einen Baum, wo es dann irgendwie 100 Tasks drauf rauswirft. Und dann könnt 8 oder 10 Threads an einer 100 Tasks schaffen und dann muss ich so die Performance können. Und dann gibt es noch extremere Situationen, wo man sagt, okay, wir brauchen hunderte von CPUs verteilt über mehrere Systeme, dann können wir so kein Data Flow ins Spiel oder mit dem Actor Model arbeiten. Also Actor Model kennt das. So öppe mal gehört. Erlang nutzt das auch. Also für die, die es nicht gehört haben, es ist eigentlich so, jede Funktion hat einen eigenen Kontext und eine Adresse, sondern eine E-Mail-Adresse. Und wenn die Funktion startet, dann kriegt sie eine Nachricht, hey, du bist jetzt neu da. Das ist dein Initialkontext. Und dann kann sie, dann hat die Funktion ihre eigene Code und entscheidet dann, was sie macht. Und sie kann dann Nachrichten schicken und sie kann dann auch die Welt erkunden. Sie kann dann die Welt fragen, hey Welt, hat es dieses und jenes Summe? Kann man sich auf Dienst abonnieren? Das ist dann so ein bisschen mehr wie RSS. Und einfach in einer Software drin. Oder sie kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt einen Subtask haben, ich möchte dann diese und jene Nachrichten schicken. Und das skaliert extrem gut. Das ist ein bisschen schwieriger zum Programmieren, aber es skaliert wirklich gut. Und das ist dann so weit, also der König der Disziplin ist Erlang, wo so weit geht, dass man Part und Software im laufenden Betrieb kann ersetzen, ohne dass wir einen Unterbruch haben. Das ist schon sehr cool. Das kann Rail nicht. Und ein Time Data Flow erschreckt nicht. Time Data Flow ist etwas für Cluster, wo alle die gleiche Version haben, gleiche Startzeit, gleiche Umgebungsbedingungen. Okay, ist praktisch. Da oben haben wir noch ein bisschen mehr neue Syntax, das nennt sich Use. Und ich kann jetzt da sagen, okay, ich will das in meinen Scope reinziehen. Das ist so ähnlich wie Import in Python, einfach das Import das Modul auch noch ladet. Und in Rust, ich könnte das einfach ausschreiben im Brauchen. Oder ich müsste es da unten ausschreiben. Und der Linker und der Compiler sorgen schon dafür, dass das Zeug geladen ist. Es wird vielleicht wieder wegoptimiert, weil ich es nicht brauche. Aber das Use ist wie Rust reine Komfort vom Scope. Mit der Ausnahme von Traits, wo dann tatsächlich mehr Funktionen freischaltet. Also zum Beispiel, wenn ich Flash brauchen will, auf Streams, dann muss ich den Writer-Trait in meinem Scope drin haben, dass mein Kontext weiss, okay, alle Stream-Objekte haben eine Flash-Funktion. Und sonst wissen sie es einfach nicht. Okay. Das sind Konstanten in dem Sinn, das sind jetzt einfach normale Variablen. Let und dann Symbolname gleich und dann Wert. Heißt in dem Fall, es ist read-only. Jetzt machen wir uns da 4 Worker und 8 Jobs. Das kann man natürlich auf größere Maschinen ein bisschen aufnehmen. Startet einen Threadpool, wo man sagt, wie viel das es wird. Der aktuelle Threadpool kann da auch einfach sagen, Auto-Detect. Oder kann man sagen, mach's mal. Ist okay. Lutsch, wie viel das es hat auf dem System. Und dann sagt man, wir machen einen Channel. Das ist wieder so ein Tupel. TX ist das Transmit-End, also Send-X und RX ist Receive-End. Und dann gehen wir in eine Vorschleife rein. Und dann haben wir da nochmal eine neue Syntax, das ist ein Range. Die obere Grenze ist nicht dabei. Also es ist 0 bis 7, wo da rauskommt. Das 8 ist nicht dabei. Wenn ich das 8 will dabei habe, dann muss ich rechts es gleich machen, also Punkt, Punkt gleich und dann das 8. Dann muss das 8 dabei sein, das ist Range. Dann haben wir vorne, hätten wir da ja normalerweise für die Zahl rausgehen, oder? Mit Underscore können wir sie ignorieren und sagen, ist egal, was ist da rauskommt, das brauchen wir nicht. Also wir brauchen den Range eigentlich nur, um die Anzahl zu starten. Dann machen wir tx.clone, das wird den sendenden Teile wir kopieren und dann tun wir es mit Move in die Closure hineinschieben. Das ist ein wahnsinnig intelligenter Algorithmus, der alle Probleme der Welt lösen kann, weil er sendet sofort ein 1 über den Kanal. Das heißt, mein Hauptthread startet, was haben wir jetzt gesagt, 4 Jobs da oben, das sind die Threads kreiert
dann machst du den Channel und da unten tut es 8 Jobs in die Worker reinschmeißen. Und dann ist es schon da. Das werden die ersten, zweiten, dritten vielleicht Anlauf, ist es da. Vielleicht schafft es das bis zum vierten. Aber bevor der fünfte Anlauf, haben wir Drop gemacht. Und Drop TX heisst jetzt, in dem Fall Drop ist eine Funktion, wo ich einfach schon Kübel. Alle Objekte, die ich dieser Funktion gebe, wandern in die Funktion hin und werden die alle ziehen. Das heisst, der Reference Count von diesen TX, der wo überall umschwirren geht, im Einsatz. Ich habe jetzt nur noch 8. Da an dieser Stelle habe ich 9, da habe ich 8. Und jetzt kommt der Trick. Wenn ich auf dem RX Iter mache, oder Iterator oder über alles was sieht, dann läuft der Iterator so lange, bis es keinen Sender mehr rum hat. Ja. Wenn ich das Drop vergessen würde, müsste ich sagen Take N, dann müsste ich wissen, wie viele Resultate das kommen. Aber das weiß ich vielleicht nicht. Das kann auch sein, dass die Funktion da oben entscheidet, okay, wenn es jetzt etwas Sinnvolles macht, wie Thumbnails rechnen, oder? Ich kann die Funktion sagen, okay, der Benutzer hat gesagt, er will 3 Grössen. Irgendwie jeweils auf die Kurzseite bezogen, vielleicht 80 Pixel oder 20 Pixel, dann vielleicht 500 Pixel, vielleicht 800, vielleicht noch 1000. Dann haben wir die 4 Grössen, die wir wollen, H plus Original. Oder? Wenn ich das jetzt übertragen will, dann muss ich die vielleicht noch abrechnen. Jetzt kann es sein, dass ich ein Bild kriege, das kleiner ist und vielleicht nur 2 von diesen 4 Auflösungen müssen berechnet werden. Das heisst, ich kriege einfach weniger Resultate. Und wenn ich dann da unten einfach sage, take n mal 4 oder 5, dann wartet das ewig, dann blockiert das da. Und wenn ich das droppe, dann kann ich einfach sagen, okay, ich lasse das take weg. Check. Und es schafft da hinten weiter. In dem Fall machen wir fold. Fold, kennen wir? Cool. Ja, also es macht eine Summe. Und dann haben wir da assert equal, das ist so ein Testmakro. Kann ich sagen, wenn die linke und die rechte Seite gleich sind, dann läuft das durch. Wenn nicht, gibt es eine Fehlermeldung, eine wunderschöne Fehlermeldung, muss ich dazu sagen. Und es bricht der Thread an. Und es integriert sich auch wunderbar mit dem Test-Framework for us. Also ich kann einen super Test in was. Gut. Ja. Fragen? Oh, ich will klasse. Oh, ich will raus. Okay, wir können das dann kaskadieren. Jetzt kommt der Teil mit dem Streaming, oder? Jetzt können wir sagen, wir machen da einen Channel und wir füllen jetzt da an mit einem Tupel 00. Und wenn wir nicht wissen, ob gewisse Tasks zwischen denen sterben oder nicht, führen wir jetzt da mit, was wir, also für den ganzen Zustand führen wir jetzt mit. Dann machen wir unsere Test-Tasks, in meinem Beispiel, wo ich den Code geschrieben habe, habe ich das 42.000 gehabt. Autodetect auf den Threads, oder? Also jede Maschine läuft es noch schneller. Und dann tun wir da den nächsten Schritt vorbereiten, Pre und das nächste überschieben und dann mit Execute müssen wir das Pre reinnehmen, oder? Das move wir da und das nächste geht da wieder raus, dann können wir das vorzu durchziehen. Das Drop hat keinen Platz mehr gehabt, das fehlt dann immer noch, dann hätten wir das Drop. Und dann können wir sagen, okay, ah, den brauchen wir gar nicht. Das heißt, es gibt immer, jeden Kanal gibt es einen, der weitergeht. Oder? Also wir allozieren am Anfang den Speicher für alle Kontexte, sprich für die Kanalobjekte, und speichern die irgendwo ins Rennen. Und dann, wenn der Pool draufkommt und unsere Datenstruktur da langsam gross wird, okay, gross, das finden wir eigentlich. 264 Bit. Das ist nicht mehr grosser Speichergruppe. Dann können wir vorzu die Daten durchnehmen. Oder? Und das können immer schon Threads anfangen zu arbeiten, bevor sie den Kanal bekommen, oder? Dass sie arbeiten da und dann warten sie auf den vorherigen, machen die Addition und schicken es weiter. Und jetzt können wir, ich kann mit sinnvoller Sachen machen, also dass wir einfach Pi approximieren. Wir können auch mehrere Sender haben, oder? Sehr einfach, wie wir vorhin gesehen haben. Wir können einfach eine Schleife machen und sagen, okay, jetzt tun wir irgendwie da tun wir ein bisschen Pi approximieren und dann nachher tun wir noch ein bisschen irgendwie E approximieren und dann tun wir das irgendwie zusammensummieren. Dann kann ich das in mehrere Pools hineinschieben und die können alle arbeiten. Die Maschine ist ständig ausgelastet und ich kann es dann nach und nach wieder zusammenführen. Also MacPreviews mit Channel funktioniert gut bei CPU-lastigen Workload. Okay. Und weiter, mit Alt-Test überziehen. Ersetzen.
wenn am Anfang da ein Vektor, wo wir mal in der Länge angefangen haben, mit der Länge sind böse. Und dann haben wir da noch das Pattern Matching, oder? Da haben wir Iflet Sum. Das ist einfach Syntax zum Dekonstruieren von der Sum. Wenn es Null ist, dann können wir da noch Fehler mal ausgeben. Und das ist auf einem richtigen Projekt, wo wir den Thumbnails generiert haben. Und das können wir optimieren, oder? Zuerst mal die Länge weg. Und dann können wir sagen, okay, jetzt haben wir das auch durch, dann können wir das in den Iterator reinbauen, dann haben wir die Chance, dass das irgendwann automatisch optimiert wird. Und dann können wir irgendwann sagen, okay, eigentlich langt uns das Map, wir wollen eigentlich nur das Map dazwischen haben, um den Fehler ausgehen können, zu einem lesbaren Fehler. Und dann collecten wir das schon wieder in den Vektor rein. Und dann machen wir noch Unwrap, weil wir uns sehr sicher sind, dass das keinen Fehler gibt. Ist nicht die schönste Art. Und dann können wir es noch parallelisieren mit Rayon. Also wir haben das da nicht mehr aktiv und Fretboard gemacht. Der Unterschied ist da, oder? Iter, Park Iter. Tada, das wär's. Ja. Wir haben uns jetzt auch nicht mehr so darum kümmern, wie dass wir das Zeug durchschlaufen, wie wir Channels machen. Und wir haben einfach gesagt, okay, schau selber. Parallelisiere das. Und wir können den Par-Iter mehrfach aufrufen. Oder? Wir können einfach dem Rayon sagen, ja, da parallelisierst du mal ein bisschen Thumbnails generieren, da mal ein bisschen DB aktualisieren und dann am Schluss schmeißen wir alles in das schöne Logfile rein und ja, dann. Gut. Fragen? Dann vielen Dank und ja, schönen Dank. Ich kann eine inoffizielle Frage stellen oder ich kann euch noch den Source-Code zeigen. Aha. Wo ist er? Okay. Wo ist die Interactors? Ah. Da haben wir es. Das haben wir schon offen. Also das wäre die schöne Variante von dem Code von vorher. Ich habe einfach gesagt, okay, wir machen Next und dann tut man Match machen, das ist der Block da. Und sagt, okay, wenn beide etwas drin haben, sum, dann kann ich es einfach brauchen. Dann muss ich nicht mehr Unwrap machen. Dann bin ich auch sicher, dass ich nichts verwechselt habe. So, das ist eigentlich. Pattern Matching ist cool. Und es ist schnell, wenn ich das so sagen, ja. Weil der Compiler kann das optimieren, oder? Wenn der Compiler in diesem Fall ist alles statisch, also alles im Binary drin. Er kann theoretisch auch nicht sagen, haha, ich rechne das einfach aus zur Compile-Zeit. Dann kriegst du nachher ein Binary, wo nachher nur genau eins drin ist und der spuckt es dann einfach auf die Konsole aus und sagt, tada, schau wie schnell ich bin. Darf ich machen, der Compiler? Er muss nicht Zeit verschwenden und das tatsächlich noch ausführen. Macht er aber noch nicht. Zu komplex für das. Konstfunktionen können wir alle. Jo. Rust. Ja, wir sind gerade fertig. Ah. Oh, ja, aber schon ein Match.